Servus, grüßt euch. Heute geht es darum, um zerschossene Bauwerkstrukturen wiederherzustellen. Denn diese Frage stellte sich die Victoria. Dazu habe ich schon mal einen Short gemacht und unter diesem Short wurde gebeten, das nochmal genauer zu erläutern. Und genau deswegen sind wir heute da und schauen uns das Ganze an. Ich habe mir dazu ein Projekt erstellt, das habe ich jetzt einfach Subgrade BWS für Bauwerkstruktur gemacht, ne? Und jetzt gehe ich auch einfach mal in die Bauwerkstruktur rein. Und ich lösche einfach mal das komplette Modell raus. Zeig's mir auch den Assistenten, Imports, Inschbau raus. Nur noch die Projektinformationen, die lassen wir da. Okay? Das ist die Ausgangssituation, die merken wir uns. Und jetzt schließe ich das Ganze. Achso, ich brauche nur ein Teilbild natürlich. Dann gehen wir halt in den Nordpfeil rein. So, Nordpfeil, wunderbar, ist eine Maßlinie. Gut, aber das geht ja um die Bauwerkstruktur. Ja, als erstes öffne ich dazu mein Allmenü 24. Dort wechsle ich auch von Service auf Windows Explorer und suche mir den Projektordner unter PRJ in Klammer. Dann müsste sich der Explorer irgendwo öffnen. Bei mir war es jetzt auf einem anderen Bildschirm. Und ich habe jetzt hier mein Projekt Subgrade BWS. Da gehe ich mal rein. Jetzt tauchen mehrere Ordner auf. Ich suche mir den BIM-Ordner. Und dort liegen drei wichtige Dateien. Das ist einmal die BIM Building Structure XML. Genau, da habe ich eine Save, die kann ich jetzt mal gleich weglöschen. Hier eine Save. Anscheinend habe ich das schon mal gemacht an dem Projekt. So, also die BIM Views, die Layout Structure und die Building Structure, um die geht's. Ihr könnt euch den Dateinamen XML anzeigen lassen, wenn ihr auf Anzeigen geht. Einblenden, Dateinamen Erweiterung. Ich stelle es mal aus. Jetzt steht das XML nicht mehr dahinter. Ich mache das immer ein, damit ich weiß, wie der Dateiname lautet. Okay? Und wir haben hier noch einen Ordner, der heißt Backup. Bevor wir den Backup-Ordner aber betreten, wollen wir unsere Layout-Structure, die jetzt gerade aktiv ist, zumindest mal abspeichern. Warum? Da geht es darum, weil wir, falls wir irgendetwas schrotten, kaputt machen, können wir unseren alten Zustand zumindest wiederherstellen. Ich gehe jetzt rein mit F2, das ist der Shortcut für Umbenennen. Hier schreibe ich jetzt einfach Save dahinter. Bei Layout Structure mache ich dasselbe. Einmal auf Ende drücken, mit der Cursor-Taste nach links, minus Save, Enter. Ebenso beim BIM Views. Wieder Ende drücken, viermal linke Cursor-Taste, minus Save, wunderbar. Jetzt gehe ich in den Backup-Ordner rein und hier sind mehrere Backups, wann Allplan ein Backup gemacht hat. Ich hoffe, bei euch wurden ein paar gemacht, denn nur diese können wir laden, die hier abgespeichert sind. Ich suche mir jetzt mal drei raus. Also, was haben wir denn bei Building Structure? Da haben wir einmal heute um 6:39 Uhr oder 6:56 Uhr, das ist das vor jetzt wahrscheinlich. Also genau hier 3 KB, das ist das Zerstörte. Ich möchte das wiederherstellen. Ich glaube, 6:36 Uhr habe ich auch viel zerstört. Deswegen nehme ich jetzt in diesem Fall von dem Datum 20.03. ist für mich okay. Auch hier den 20.03. und hier den 15.04. Ich habe das Ganze mit, achso, genau, ich drücke dazu Steuerung links. Das heißt, hier nochmal Steuerung links, hier nochmal Steuerung links. So kann ich die drei Dateien auswählen. Und jetzt machen wir einen Rechtsklick. Und bevor wir jetzt hier auf Kopieren klicken, gehen wir jetzt alle auf dem Video, da ist so ein Daumen nach oben. Den klicken wir einfach alle mal an. Ansonsten haben wir alle 7 Jahre schlechtes BIM. Und schreibt bitte in die Kommentare am Schluss, ob es bei euch funktioniert hat oder nicht. Okay? Also wir klicken auf Kopieren. Wir gehen zurück auf den BIM-Ordner. Hier Rechtsklick und Einfügen. Und jetzt gehen wir Datei für Datei durch. Wir drücken wieder die F2-Taste und löschen alles weg von Bug bis zu XML. Also hinten den Punkt auch noch weg. Einmal mit Enter bestätigen. Ja, wir wollen das ändern. Und dann gehen wir in die nächste Datei. F2 von Bug bis zu XML alles löschen. Also XML lassen wir natürlich noch stehen. Und auch in der untersten Datei machen wir dasselbe. Das XML bestätigen, ändern. So, jetzt dürfte der Zauber geschehen sein. Unser Nordpfeil in der Maßlinie. Was soll das? Ah, gut. Wir gehen in die Bauwerkstruktur zurück.
Und wir sehen, wir haben hier wieder unser Modell, wir haben unseren Inchbar wieder, unseren Assistenten und unseren Impuls. Bei mir hat es geklappt. Wenn euch das Video geholfen hat, dann teilt es doch gerne mit euren Kollegen, dass die auch in ihrem Backup wissen, hey, da gibt es ein Video, falls wir das mal wieder brauchen, dann haben wir das. Und wenn es euch geholfen hat, bitte schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch nicht geholfen hat, auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht liegt es an irgendwas anderem. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.